Früher war es üblich, dass Fenster repariert und auch einzelne Holzstücke ausgetauscht wurden. Die Fenster wurden so gebaut, dass sie zerlegbar sind und nur durch kleine Holznägel zusammengehalten werden. Der Nachteil einer solchen Bauweise ist jedoch, dass gerade in die unteren Elemente und Falze Wasser eindringt und die Bauteile schnell verrotten. Dies ist der Grund, dass, auch wenn die Art der Fenster sehr alt ist, die Fenster selbst neueren Datums sein können. So, mal gucken, ob hier irgendwas Wichtiges drin ist. Der Zustand des zerlegten Fensters wird dokumentiert. Hier entscheidet sich, ob Bauteile instand gesetzt oder nachgefertigt werden müssen. Der historische Zeugniswert der Nordwand mit den vielen alten Fenstern aus unterschiedlichen Epochen ist so hoch, dass keine Mühe gescheut wird, möglichst viel der teils extrem verwitterten Originalsubstanz zu retten.